Gestern sind bei mir Leute aus dem Stream rausgegangen wegen meiner Musik, ne? Bro. Dann hab ich so Nachrichten gekriegt, Alter, wie man so eine scheiße Musik hören kann. Alter, ich bedenke, ja gut, wenn es dir nicht passt, ne, dann geh einfach. Aber dann lass nicht irgendeine Scheiße noch im Chat. Guck mal meinen BMW an, der sieht schon geil aus, ne? Oh, E46. Der sieht schon geil aus. Das andere wäre so eine Kackkarre gewesen. Du hörst doch so Rock und so einen Scheiß, ne? Ja. Und vor allem, es ist nicht mal irgendein 0815 Rock, wo nur Geschreie ist. Das ist halt einfach Rock und Hip-Hop. So, das ist Linkin Park. Aber mir ist es relativ egal, ich höre eigentlich fast alles so. Du musst schon Gas geben, ne? Ja, okay, die sind ja easy hier mit ihren Lambos und Ferraris. Da komme ich mit meinem BMW vorbei, Alter. So, ich bin gleich schon Erster. Endlich mal jemand, der mal Musik geschmackt halt. Ich bin nicht so platt, ne? Hey! Das heißt aber nicht, dass du mich rammen sollst. Ich bin nicht gerammt. Doch, bei mir auf jeden Fall, so richtig hart. Nein, ich hab die Wand mitgenommen. Bin ein bisschen aus der Übung. Oh, fuck, Alter, das war dämlich. Boah, was bin ich froh, dass da eine Bande stammt, Alter. Jetzt hätte ich so sonst wohin geflogen. Boah, verpiss dich doch! Scheiße, der hat keine ABS! Oh, hat er das auf einmal nicht? Also ich hab das noch in anderes Erinnerung, dass er besser gefahren ist. Einfach alle hier wegrammen. Alter, ich bin gerade zu kacke im Fahren. Ich merke, ich habe schon zu lange kein Forza mehr gespielt. Ja, Meteo. Oh, voll gegen die Wand gefahren. Gut, ich habe gleichzeitig keine ABS. Auch ein Nachteil, aber... Und das ist auch das erste Mal, dass ich mit dem Lenkrad hier Forza spiele. Das ist auch wieder nochmal... Ich spiele mit Controller. Ich finde das einfacher fürs Rennen. Ohne Scheiß. Ich finde Forza mit Lenkrad nicht geil. Es sei denn, du driftest den ganzen Tag nur rum. Dann ist es was anderes. Aber so finde ich das nicht geil. Oh! Ich spiel's lieber mit Controller. Oh mein Gott! Chat, kurze Frage, hört man die Musik überhaupt? Ich frag für einen Freund. Nur ganz leise, ja, ich muss da noch ein bisschen Feintuning betreiben, was das angeht. Immer voll abfuckt, weil ich selber höre das nicht so. Immer Angst, dass die Scheißmusik zu laut ist. Ja, das ist. Ja. Bei einem VOD hört man sie sowieso nicht, aber trotzdem. Ja, wo sind wir durch? Mein Gott, das ist die Ziellinie. Wenn es egal für das war, liegt immer von vorne, man hat es wahrscheinlich eh nicht gehört. Ah, scheiße, ganz klar gewonnen, ne? Ja, wir haben eh gewonnen. Scheißegal, ob du so bist oder nicht. Das ist nach Punkten. Warum ist da eine Mauer? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich bin voll gegen die Mauer. Und die ganze Stadt ist eingezäunt. Was ist das denn bitte? Okay, dann nehme ich jetzt diesen Monobug. Der hat, glaube ich, wenigstens ABS. Ist zwar eine Scheißkarre, ich würde den jetzt lieber nicht gerne fahren, aber ich glaube, der lässt sich doch nicht so schlecht steuern. Aber ich glaube, dass das Game jetzt zu leise ist, Alter. Wird sich schon irgendwer melden, wenn irgendwas nicht passt. Ja, das stimmt. Oder ich wechsle mal Zuschauerquote. Ja, guck mal, wie klein meiner dagegen aussieht gegen deinen, ne? Junge, Junge. Ist das ein KTM X-Bow? Ja, irgendwie so ein Scheiß, ja. Oder nicht X-Bow, Crossbow, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Warum steht bei mir so ein Porsche? Egal, ich frag nichts. Oh Gott! Wie schnell will ich denn hier bitte schalten bei dem Ding, ey? Oh mein Gott, driftet der jetzt denn? Heieiei! Okay, ich glaube, ich habe irgendwie was eingestellt, dass ich keine Fahrhilfen habe oder so ein Scheiß. Das kann sein. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, ganzer Unfall hier. Voll reingeschissen, Alter. Ich auch. Mich voll überdreht. Alter, Junge, die Karre lüftet noch. Irgendwo schluckt aber meine scheiß Lenkung nicht. Ja, okay, die Runde ist schon für die Tonnen. Ah! Das ist so richtig. Ey, nee, diese Karre driftet ja noch schlimmer weg als der BMW. Aber ich bin eigentlich ziemlich weit vorne. Ich aber ganz hinten. Ich hab 0 Punkte. Ey, Marcel, das sind 3 Runden. Ach Gott. Ich hab nicht mal die erste um. Alles gut, wir haben noch Chancen zu gewinnen. Ja, mit der Karre hier ist es schwierig. Ja, ey, mir fehlt ein Heckspoiler, lass nicht drüber reden. Mein Heck bricht bei jedem Gang aus.
darf nur so leicht Gas geben, ansonsten war es das halt. Erster. Ja, wie hast du das denn jetzt geschafft? Der Kurve abgedrängt, den Affen. Ja gut, wenn du Erster bleibst, dann ist es egal, ob ich 0 Punkte habe oder nicht. Nee. Oh mein Gott. Nein, ich hab... Da hab ich mich jetzt selbst. Alles war verbremst, Alter. Ich hab auch keine Traktionskontrolle an, ich bin so dämlich. Hab ich auch, glaube ich, nicht an. Ja, weil ich wieder am Driften war. Ja, vergiss es, Alter, wieder voll verkackt. Ja. Wegen der scheiß Traktionskontrolle, ich hab die ausgemacht. Oh, wie dämlich. Das hab ich safe auch ausgemacht. Oh mein Gott. Da siehst du unten, ob ABS und TCR im Tacho steht. Nee, da steht gar nichts, Digga. Ja, top. Bei mir steht nämlich nur ABS. Das ja, dann habe ich auch nicht mal ABS. Oh mein Gott. Nee, das kannst du ja aber sowas von vergessen. Da war ich jetzt gerade selber schuld, Alter. Ich hab vergessen anzumachen. Ja. Wunder, dass die Karre nur am Ausbrechen ist. Ja, bei mir auch die ganze Zeit. Ich denke so, hä? Das kann doch nicht wahr, Steiner. Eieiei. Eieiei. Ich fahr hier alles platt. Alles, also, was irgendwie ist das okay, aber ich muss halt nur aufpassen, wie ich Gas gebe. So. Ja. Ich sitze einfach durch. Und ich will eigentlich Vollgas geben. Aber, ja. Ich bin die ganze Zeit am Düften, Digga. Ich sag dir ehrlich. Einfach die ganze Zeit nur am Düften. Oh mein Gott. Au. Ja, okay. Die Runde ist für die Mülltonne. Ah, mein Tobi. Ich kann gerade den Nachrichten nicht lesen. Ich hol das Ding nach Hause. Ich muss diese scheiß Traktionskontrolle gleich ganz dringend anstellen. Fühlig. Sonst kriege ich hier noch. Ah! It's. Oh, zieh einfach, bitte zieh, Junge. Warum habe ich das überhaupt ausgestellt? Weil ich wegen Driften. Habe ich auch gemacht. Jetzt muss ich noch eine Runde hier. Oh Gott, nee. Das ist schon die ganze Zeit ein Krampf. Ich will mal deine Nuggets, ich bin auf dem ersten Platz. Dieses Hin- und Hergelenke hier. Links, rechts, links, rechts. Nein, wie dämlich. Nein, die überholen mich ja, weil das kein Solo-Rennen ist. Scheiße. Boah, wie dumm, das hab ich nicht gemacht, Alter. Was hast du denn gemacht? Walter Chat, das habt ihr nicht gesehen. Ich bin links an der Fahne vorbeigefahren. Oh, Digga, das ist mir so oft passiert. Aua, das tut weh. Dann hast du so guten Lauf bis in der letzten Runde, dann fährst du, dann kriegst du den Checkpoint nicht. Oh, bitte wird das trotzdem noch ein Win. Oh, ist schwierig, weil ich gar keine Punkte habe, glaube ich. 7, ja. Vergiss es, 1350 Punkte. Naja, wir müssen es unbedingt einstellen. Die dritte Runde ist dann am Ende die beste. Ich hab mich gar nicht dran gedacht, Alter. Das dritte Rennen, meine ich. Ich hab erst das alles aufs Auto geschoben. Boah, nee, aber die Onkels müssen jetzt nicht sein, Alter. So, ich muss das unbedingt einstellen, ey. Dann können wir nämlich, glaube ich, beide besser fahren. Aber ey, wir machen nochmal was zusammen, guck mal. Zocken wir wieder ein Game zusammen, ein Wunder ist das. Und streamen beide sogar. Ja. Oha, ich hab so viel Auswahl, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich behalte meinen Porsche. Ich nehm Bugatti. Hey! Der fährt einfach mit dem Honigen, Alter. Ja. Ja, schon viel besser mit fahren. Ach fuck, Junge. Ja, da sind wir auch vorbei, muss los. Egal, ich bin Sechster, alles gut. Das war ja mit KI und so, war ja was. Nein, oh mein Gott. Du bist auch mal da. Ich hab da überhaupt nicht dran gedacht, dass das nach links ging. Oh, ich bin auf dem ersten Platz, Alter. Du meinst, nach rechts geht. Ist gar nicht gerallt, Alter. Ich auch, zu spät, Digga. Aber du bist so weit einfach weggeflogen. Aber der Wiedereinstieg war Ehre, Alter. Einfach fehlter Platz. Falls wir auf Zurückspulen, Junge. Einfach aus dem Map fahren. Du bist einfach vor mir. Nein! Ich muss zurückspulen, scheiße. Ich hab den Checkpoint mal verfehlt. Oder warum rutsche ich gerade so? Das reicht. Ja, okay, jetzt. Warte mal. Das kriege ich alles wieder ein. Merk dir eins. In der Straßenrennszene, ne? Guck auf deine Karte. Ja. Nein, Junge, heute sind wieder die Kindergartenanfängerin. Ich sag es dir, Alter, wirklich, ohne Witz. Ah, siebter Platz. Was ist los? Hier ist jemand mit so einem Go-Kart am Rumfahren, das triggert mich. Der ist am Start gar nicht wirklich aus dem Fleck gekommen, Alter. Ich bin voll drauf gefahren. Mich triggert, dass ich hier gerade überall gegenfahre. Ey, warte mal, vor mir ist der 12. Und da, vor dem 12. ist der 9. Das macht auch Sinn. Ja, ich bin jetzt hinter euch, weil das Game meint, es müsste 500 Kilometer zurückspulen. Warum ist der 12. Platz und davor ist der 8.? Hä? Das Game ist selbst verwirrt.
Game sagt nein, ja, absolut. Heute ist wieder Klapsenausgang. Klapsenfreigang im Forza Horizon 5. Aber der zählt immer noch so ekelhaft über die Vorderachse, Alter. Junge, lenk doch. Was ist denn mit dem Game kaputt heute? Oh mein Gott. Okay, der ist auch am Arsch. Ja, geil. Ich nehme schon mal 400 Punkte mit nach Hause. Honigan, nein! Alles wegen dem Honigan. Alles wegen dem Honigan. Wir mal wieder auf dem 10. Platz, ne? Der Honigan hat mich abgedrängt. Das ist ein ehreloses Stück Scheiße. Vorne fährt Marcel. Warum wir mal eben. Oder auch nicht. Okay, der fährt schön langsam. Du musst es so einfach haben. Du hast einen Bugatti, verdammte Kacke. Was machst du, Marcel? Oder guck mal. Hey! Auf. Nein, ich bin schon wieder dran vorbeigefahren. Diese scheiß Checkpoints. Ja, spur mich noch weiter zurück, du Arsch. Sieht mir so aus, als wäre das Handling vom Auto kacke. Ja, gerade irgendwie schon. Ich glaube, die haben da irgendwas dran gemacht. Der fuhr sich besser. Ah, scheiße, Digga. Vorletzter, Digga. Weil ja, mich das verloren. Game Drilliardenare nach hinten gebiegt hat. Ich muss ein anderes Auto fahren. Karre macht gerade Faxen. Ich habe irgendwas an dem GT3 RS geändert. Ich weiß nicht, was das ist. Der fuhr sich ganz anders. Man, viele könnten jetzt sagen, ja, das ist eine Ausrede, einfach nur, weil du nicht fahren kannst. Nein. Der fühlt sich wirklich anders. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert diesen Kanal für den Support. Abonniert diesen Kanal, klickt auf das letzte Kack-Video. Abonniert diesen Kanal, lol.